Hallöchen, ihr Banausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Railway Empire. Ja, es kam jetzt längere Zeit keine Folge mehr. Ich hatte einfach mal keine Lust aufzunehmen. Es ist so. Es ist so, wie es ist. Ich hatte einfach keine Lust aufzunehmen. War eine Zeit lang jetzt tatsächlich in so einer, ich nenne es einfach mal so eine Down-Phase. Und hatte eigentlich nur Lust, abends mit Kumpels halt zu spielen. Und das habe ich dann auch gestreamt. Aber so wirklich aufnehmen und so. Also ich war eigentlich so nur auf Multiplayer momentan. Ich hoffe, ihr versteht's. Aber jetzt geht's weiter. Jetzt werde ich auch mal wieder ein bisschen aufnehmen für YouTube. Einzelne Folgen, einzelne Videos, wo ich mit euch quatsche, wo ihr Kommentare schreiben könnt, die ich dann natürlich auch beantworte und so weiter und so fort. Also das Übliche, wie es war, so wie jetzt wieder kommen. Ich werde auch noch ein kleines Infovideo mal veröffentlichen, wo ich so ein bisschen die Zukunft meines YouTube-Kanals mal reflektiere und mal irgendwie Gedanken gemacht habe, wie es weitergeht, wie es mit dem Zeitmanagement aussieht, denn es ist doch etwas viel geworden, wo ich teilweise 5-6 Videos am Tag rausgehauen habe. Das war doch ein bisschen viel und das wird definitiv weniger werden. Ich werde wahrscheinlich, ich denke mal, so auf 2-3 Videos am Tag kommen oder mich fixieren. Und halt die Streams dann veröffentlichen teilweise. Und ja, also wenn es geht. Es geht natürlich nicht immer, es kommt immer darauf an. Manchmal lasse ich auch Musik laufen im Stream und so weiter und so fort. Also wer es nicht verpassen möchte, Stream tue ich fast jeden Abend tatsächlich auf Twitch. Link ist natürlich im Kanalbanner oder unten in der Videobeschreibung drin. Und ja, jetzt machen wir erstmal weiter bei Railway Empire. Ich weiß zwar jetzt absolut nicht mehr, wo ich war, aber gut, das werden wir sehen. Was wir noch machen müssen. Wir müssen in Baltimore für 100.000 Einwohner sorgen und Unternehmenswert von 20 Millionen und 10 Landbetriebe noch machen. Baltimore ist, glaube ich, ziemlich gut besetzt momentan. Aber es geht, glaube ich, nicht weiter hoch, ne? Deswegen, da müssen wir noch irgendwas machen. Wir haben Fleisch. Wir haben Rinder. Wir haben Stoff. Und ich glaube, da kommt sogar alles an, ne? Fleisch kommt auf jeden Fall an. Und Stoff kommt, glaube ich, auch da an, oder? Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Kommt da Stoff an? Die Frage wäre nur von wo. Von da. Ja. Von da kommt's. Okay. Wir hätten noch Schuhe. Immer da. Schuhe können wir noch wegbringen. Wo können wir denn Schuhe hinbringen? Eventuell nach Washington bringen. Obwohl, da müsste ja automatisch gehen. Leder. Leder ist es. Wir müssen auf jeden Fall noch irgendwas hier dran anschließen. Was haben wir denn noch? Wir haben Weizen, Milch, Obst. Was ist das hier oben? Könnte Zucker sein. Da sind auch noch Rinder. Eisen. Hier unten ist noch Zucker. Das können wir auch noch daran anschließen irgendwie. Lass mich mal überlegen. Was haben wir denn hier bis jetzt gebaut? Hier wäre noch was frei sogar. Also ich müsste den eigentlich nur hier rüber ziehen. Irgendwie hier. Dann hier unten hin. Das können wir mal machen. Weil die Stadt muss ja auch wachsen, ne? Das heißt, die muss ja wachsen. Bekleidung für Export. Wir brauchen nur 100.000 Einwohner. Schauen wir mal. Wir gehen mal hier hoch. Dann gehen wir mal ganz dezent hier rüber. Genau. Dann
dann hier hin. Erstmal. Hier reicht ein kleiner Bahnhof. Vollkommen. Die Frage wäre jetzt natürlich 461.000. Alles klar? Ja, das könnte ein bisschen dauern. 461.000 kostet das. Wir haben wieder Forschungspunkte. 120. Ne. Wir müssen noch, genau, das müssen wir sowieso noch machen. Das müssen wir auch noch machen. Haben wir nicht, waren wir nicht welche am Aufkaufen gerade? Ja, hier. 65% gehört uns schon davon. 2,4 Millionen. Kaufen wir mal wieder 5%, oder? Und wir bauen erstmal die Strecke da. So, 461.000 kostet's. Was? Nee. 2,4 Millionen, nix. Ich hatte ja schon als Kind eine Holzeisenbahn. Du auch? Oder hast du die immer noch? Wir nehmen den... Ich würde sagen John Bull. Halte deine Freunde nahe bei dir, aber deine Feinde noch näher. Von da nach dort. Speichern. Ab geht's. Du bringst jetzt Zucker. Was wahrscheinlich eher für Dingens ist, aber ist egal. Vielleicht steigt er trotzdem da durch. Oder der baute die nächste. Der braucht der Wagen 25,5. Wir müssten eigentlich mit dem noch hier oben hoch mal fahren. Wir hätten noch einen frei. Aber steigt der jetzt durch Zucker oder nicht? Ist überhaupt schon da? Ne. Der ist gerade angekommen, ne? Oder? Das versuchen wir mal zu kriegen. Erhöht die Vergütung. Vergütung ist immer gut. Gib mir Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, 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 Kohle. Weißt Kohle, du eigentlich, Kohle. Wofür du da geboten hast? Maul. Es steigt. Sehr gut. Durch Zucker. Das ist sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir brauchen immer noch Betriebe. Wir könnten aber auch langsam Eignung gemischt. 23 Meilen. Erhöht die Leistung. Da holen wir uns die mal. Diese Lokomotive kannst du direkt in die Schrottpresse fahren. Wir könnten theoretisch alle Lokomotiven ersetzen. Für 446, 447.000, warten wir mal kurz. Wir haben gleich die Kohle. Glaub mir, es ist nicht leicht, in dieser Männerwelt zu bestehen. Diese alten Herren mit Bart und Frack glauben, dass ihnen die Welt zu Füßen liegt. Und die Frauen sowieso. Aber von mir sollen sie das nicht erwarten. So, das haben wir. Heute, wie gesagt, steigt. Ist gerade bei 90. Sehr gut. So, wie sieht er dann aus? Wir haben jetzt 8 von 10. Wir haben die 90.000 erreicht. Das heißt, wir haben eine neue Dingens. Und ich würde sagen, wir nehmen, was nehmen wir denn? Was haben wir denn da jetzt? Erz könnte ich nehmen, da brauche ich aber noch Holz. Holz haben wir nicht. Wir könnten Käse machen. Wir könnten Käse machen für 500.000. Aber wir haben hier Käse schon von Washington.
Wir könnten aber auch, was könnten wir noch? Wir könnten Brauerei machen. Brauerei ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht, weil das haben wir Weizen. Wir könnten aber auch das machen. Ne, können wir nicht, wir haben kein Obst. Haben wir irgendwo Obst? Nee, nee. Milch, Mais. Nö. Natürlich nicht. Machen wir, dann machen wir Bier. Gleich, 400.000. Gehen wir hin. Und dann brauchen wir noch ein paar. Nein. Landbetrieb, also hier wäre Obst. Was braucht der? Der hat. Was hat der denn? Achso, Alkohol. Obst und Zucker. Obst und Zucker. Zucker, Obst. Passt doch. Pass mal ob. Bahnhof erweitern. Jo. Nochmal. Jo. Da bauen wir gleich noch was dran. Auf jeden Fall. Und zwar bauen wir einmal Obst. Einmal. Das hältst du also für eine gute Idee? Maul. Olga. So. Machen wir nämlich einmal so. Einmal so. Und einmal so. Herzlichen Glückwunsch. Du leistest exzellente Arbeit und dein Unternehmen hat einen großen Wert erreicht. Genau wie ich es mir von dir erhofft hatte. Das haben wir auch, die optionalen. Sehr gut. So, jetzt fehlt noch Boltim auf 100. Dann die 20 Millionen noch. Die kriegen wir dann nämlich mal auch hin. Gucken wir mal, dass wir gleich eine Brauerei hier reinkriegen. Immer schneller und schneller. Mit stilvollem Reisen hat das aber nichts zu tun. Einige Leute meinen, dass ich einen Mann einstellen soll, der an meiner Stelle die Verhandlungen führt, weil ich vielleicht nicht ernst genommen werde. Bla, ha? Doch bla, wo bliebe da für mich der bla. Spaß? Bla 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 bla. So, dann nehmen wir uns das. So. Nö. Ein, zwei Züge kaufen. Mal von da nach da. Und dann noch ein. Jawohl. Baltimore wächst und gedeiht. Das ist vor allem auf die Eisenbahn zurückzuführen, die du gebaut hast. Sehr gut. Ja, so sieht das aus, ne? Baltimore ist auf 100.000, sehr gut. So. Jetzt müssen wir nur noch einen Wert gewinnen, ne? Auf 20 Millionen, okay. Aber wir kaufen mal wieder ein paar Firmenanteile hier. Stark 70%. 3,3 Millionen kostet momentan. Jetzt warten wir mal ein bisschen.
Nun gibt es hier einen Bahnhof mehr. Er, was will er denn? Betriebsmittel fehlen. Ach so, ja. Ich hoffe, es stört dich nicht, wenn ich deinem Bahnhof Konkurrenz mache. Sollte vielleicht auch an den neuen Linien die Versorgungstürme dran machen, ne? So. Oh, Ticketpreise erhöht, da gibt es wieder mehr Kohle. Das nehmen wir mal. Sehr gut. Mehr Kohle ist immer gut. Mehr Kohle, mehr Kohle, mehr Kohle. La 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 la. Was? Nein, brauche ich nicht. Oder? Probieren wir es mal. Ist ja billig. Juckt dein Auge. Ah! Entschuldige, aber könntest du dich da raushalten? Du treibst den Preis in die Höhe. Der Wohlstand an der Ostküste wird immer größer. Das gefällt mir. Viele Orte liegen mir am Herzen, vor allem Baltimore. Doch dieser Wohlstand macht auch träge. Ich hoffe, es gibt noch genug Menschen, die wie ich den Drang verspüren, weiter nach Westen reisen zu wollen. Na. Ach, ein wenig Konkurrenz belebt das Geschäft. Da wird mein neuer Bahnhof schon nicht schaden. Naja, warte ab. Hab dich bald, Olga. Ich hatte da irgendwo so ein Teil. Es läuft für dich besser, als ich erwartet hätte. Nee. Was hier? Nee, was habe ich denn nochmal gekauft für einen hier? Die habe ich, glaube ich, gekauft, ne? Nun gibt es hier einen Bahnhof mehr. Ja. Die hatte ich gekauft. Ach, die kann man ausbauen, okay. Okay, kann man auch. Mein Gott. Aber nur wahrscheinlich, wenn die... Einer deiner Züge tut nicht, was er soll. Als Maul. Du gehst mir auf den Sack, Junge. Ich kann so warten, bis ich die 3 Millionen habe, dann kaufe ich die alte auf. Kein Stress. Habe ich mich etwa von deinem guten Aussehen einlullen lassen? Das passiert mir nicht nochmal. La 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 la. Ist das eigentlich was, wenn man die kauft? Eigentlich schon, ne? Eigentlich kriegt man ja dadurch auch Geld, wenn man mehr Anteile hat. 2,4 Millionen. Du solltest wirklich besser auf die Wartung deiner Lokomotiven achten. Mach da doch. Ich sage dir eines. Wir sollten uns zusammentun. Du hast mehr auf dem Kasten, als ich gedacht hätte. Gemeinsam können wir die Welt erobern. Ja, ich nicht? Züge, ne? Gut, dein Pech. Nee, das meine ich nicht. Ich
Ja, da hab ich schon. Hab ich nicht eine neue? Ach ja, North America. Die war's, ne? Oder? Ach ne, hab ich ja schon gemacht. Nein, aber ich könnte die Jervis nehmen. Die ist noch schneller. Ich hätte ja etwas wesentlich Exquisiteres ausgewählt. Au. Denn schon die Dunham gehabt. Da ist die Dunham. 20. Da ist die Jervis aber besser. Muss ich sagen. Einer deiner Züge hat es leider nicht geschafft. Quatsch nicht so viel, kann das sein? Wie viel brauchen wir noch? 18 Millionen haben wir schon. Unternehmenswert. Da kommen die nun mal wahrscheinlich nicht mal ansatzweise dran. 5 Millionen, obwohl 11 Millionen. Hätte ich ja gerne dann noch aufgekauft, oder? 100.000. Meine Eltern sind damals aus Europa eingewandert. Ich weiß nicht genau, aus welchem Land. Ich kann mich kaum an sie erinnern. Sie sind gestorben, als ich 2 Jahre alt war. Das ist ärgerlich. Eigentlich auch traurig. Da kommt Geld. Na. Du solltest wirklich besser auf die Wartung deiner Lokomotiven achten. So, und alle ausgetauscht. So, dann spielen wir jetzt aber noch zu Ende in der Folge, weil das ist ja nur noch die eine Aufgabe. Wird ja jetzt nicht mehr ewig dauern. Haben wir momentan Lokführer. Haben wir denn? Nein. Auch nicht. Da war's. Nochmal. Da wollen wir nämlich den Hals dabei. So. Mir doch egal. Du was. So, was sagt ihr jetzt? 2,7 Millionen. Kaufen wir wieder 5%? Nach dem Tod meiner Eltern bin ich in einem Waisenhaus gelandet. Oh, ich weiß, was du von Waisenhäusern zu wissen glaubst. Doch ich hatte Glück. Es lag nördlich von New York. Und es gehörte einem alten Ehepaar, das sich hingebungsvoll um alle Kinder kümmerte. So, 85% schon. 18 Millionen. Ja, das haben wir gleich. So, dann holen wir uns das noch. So. Gleich haben wir es geschafft. 1 Million fehlen noch. Du solltest wirklich besser auf die Wartung deiner Lokomotiven achten. Boah, 4,9 Millionen, ey. Ist klar.
Nee, brauche ich nicht mehr. Hunderttausend kostet das, okay. Ach, ein wenig Konkurrenz belebt das Geschäft. Da wird mein neuer Bahnhof schon nicht schaden. Die Olga, ne? Meine Kindheit war nicht unglücklich. Aber ich wusste schon als junge Frau, dass ich mein Glück selbst in die Hand nehmen musste und dass ich mich nicht auf andere verlassen konnte. Als ich 17 war, verließ ich die Ostküste. So. Dann haben wir die Mission auch geschafft. Das Vertrauen in die neue Technik und die Kunst der waghalsigen Eisenbahner hatten sich ausgezahlt. Innerhalb weniger Jahre erstreckte sich ein lückenhaftes Netz aus kurzen Eisenbahnlinien von der Küste bis zu den großen Seen und brachte neuen Wohlstand und eine Periode dynamischer Veränderungen. Bald traten die ersten Träume auf den Plan, die eine gigantische Eisenbahnverbindung vom Atlantik bis an den Pazifik forderten. Die sogenannte transkontinentale Verbindung. Doch wie sollte so ein gewaltiges Jahrhundertprojekt finanziert und umgesetzt werden, wo doch gerade die ersten Schritte unternommen wurden? Gut, dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo oder lasst einen Kommentar da, kommt. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal zu einer Runde Railway Empire. Tschüss singen.